335.000 Menschen haben im vergangenen September pro oder contra Impfpflicht unterschrieben, mit einem klaren Votum dagegen. Über 80% waren gegen die Einführung einer Impfpflicht. Kommen wird sie freilich trotzdem, und das schon in wenigen Tagen, was die ehemaligen Volksbegehren-Initiatoren zu einem neuen Volksbegehren motiviert hat. Und das wird dieser Tage in der Vorbereitungsphase abgeschlossen. Bei uns zu Gast jetzt Mitinitiator Markus Hoheneker. Vielen Dank für Ihre Zeit. Grüß Gott. Ja, Impfpflichtabstimmung Nein respektieren hat die zweite Auflage jetzt geheißen, die Sie aufgelegt haben. Das Nein respektieren bezieht sich auf das Nein des ersten Volksbegehrens, ja, das aus Ihrer Sicht viel zu wenig berücksichtigt wurde im Parlament, kaum eigentlich bis jetzt offiziell, drum eben jetzt das Da Capo. Heute wurde sozusagen jetzt einmal Zwischenbilanz gezogen. Wie ist es gelaufen? Es ist sehr gut gelaufen. Eben wir haben jetzt den Einleitungsantrag gestellt heute, weil wir möglichst schnell in die Eintragungswoche kommen wollen. Also wir hoffen da im Mai spätestens dran zu sein. Aber es ist jetzt in der ersten Phase viel, viel besser noch gelaufen als im ersten Durchgang. Also es haben über 160.000 Leute schon unterschrieben. Also diese Hürde von den 100.000, dass jedenfalls im Parlament behandelt werden muss, ist längst überschritten. Und ja, also so viele Unterschriften in den ersten Tagen und Wochen haben wir überhaupt noch nie bekommen bei unterschiedlichsten Volksbegehren. Da muss man ja jetzt unterscheiden. Eigentlich sind ja nur 8.401 Unterschrift nötig, um es überhaupt zu einer Eintragungswoche dann zu bringen. Sie haben jetzt schon 160.000, das ist das 20-fache der eigentlich nötigen Schwelle. Und um es dann im Parlament zu behandeln, sind eben 100.000 Unterschriften nötig, ja, in der eigentlichen Eintragungswoche. Jetzt haben Sie jetzt schon in der Vorphase 160.000. Mhm. Die Eintragungswoche überspringen, damit es dann schneller ins Parlament kommt, kann man aber trotzdem nicht. Können wir nicht. Es ist davon auszugehen, dass in der Eintragungswoche sich die Stimmenanzahl immer verdoppelt oder verdreifacht und manchmal auch noch mehr. Das heißt, diese Unterstützungsphase zeigt, dass massives Interesse besteht. Und wir warten halt die Eintragungswoche ab. Das gesetzliche Prozedere ist leider so. Das könnte man sicher optimieren, aber wir freuen uns trotzdem, dass das jetzt schon ein eindeutiges Zeichen ist. Und wie gesagt, es war ja bis im September auch für alle Impfpflichtbefürworter möglich zu unterschreiben. Das haben auch Zehntausende genutzt. Also es waren insgesamt auf beiden Seiten nicht so wenig, aber doch das prozentuelle Ergebnis eindeutig. Und dass das nicht nur nicht respektiert wird und überhaupt nicht kaum behandelt wird, sondern insbesondere die Bevölkerung gerade verhöhnt wird, indem danach zuerst die Diskussion verweigert wird und dann gesagt wird, wir wollen keine Diskussionen und deshalb machen wir jetzt das Impfpflichtgesetz. Das ist empörend eigentlich. Es ist schon bemerkenswert. Über 80%, genau genommen 80,4% aller, die beim ersten Mal unterschrieben haben im September, waren gegen die Einführung einer Impfpflicht. Und die konkrete parlamentarische Behandlung hat bis dato nicht stattgefunden. Ja. Und trotzdem tritt jetzt, laut Regierungsbeschluss, und das Parlament hat das ja bestätigt, Anfang Februar die Impfpflicht in Kraft. Das heißt, das, was Sie da produziert haben, 80% gegen die Impfpflicht, hat rein formal überhaupt keine Bedeutung dann gehabt. Doch, weil es wird auf jeden Fall behandelt werden müssen. Und ich kann Ihnen eines zusichern, wenn wir drankommen, sei es im Gesundheitsausschuss oder im Parlament direkt, also im Hauptausschuss, wenn wir das behandeln können und wenn wir da zu Wort kommen, werden wir sicher darauf hinweisen, dass das einfach undemokratisch ist und dass das Vorgehen, die Pläne für ein Gesetz in Abrede zu stellen und alle, die sich dagegen aussprechen, für dumm zu erklären und dann aber plötzlich doch zu sagen, es war eh klar von Anfang an, dass es kommt und warum nicht erst jetzt. Also es ist einfach ein undemokratisches Vorgehen. Jetzt sind 4 von 5, die sich gegen das Volksbegehren ausgesprochen haben, ja tatsächlich rein quantitativ schon sehr, sehr viele. Jetzt können Sie das dann im Ausschuss vorbringen und dann wird man Ihnen irgendwelche Antworten geben, aber rein faktisch kommt die Impfpflicht offensichtlich. Ist das so, dass das sozusagen unabhängig davon, was im Volksbegehren eigentlich inhaltlich zutage fördert, man Gesetze beschließen kann, die genau dem entgegensprechen? Ja, man kann. Aber man tut es dann gegen ein eindeutiges Votum des Volkes. Und allein, dass man das weiß, dass das erhoben wird in dieser Art und Weise, nämlich im Wege eines Volksbegehrens, wo die Stimmen verifiziert sind, wo man sich entweder im Amt ausweist oder mit Handysignatur, die ja auch sehr viele Menschen haben, einfach online macht, aber wo die Unterschriften wirklich zählen und man nicht doppelt abstimmen kann. Also
indem man ein Ergebnis bekommt in verifizierter Form, ist das aussagekräftig. Und wenn man dann trotzdem das beschließen möchte, dann halt entgegen dem erklärten und nachweislichen Willen der Bevölkerung. Jetzt sind ja die Fristen, und das kristallisiert sich ja auch in unserem Gespräch ein bisschen heraus, einfach sehr, sehr lange. Zuerst gibt es einmal die Vorphase, die Sie jetzt gerade mit dem neuen Volksbegehren auch durchlaufen haben. Im Falle des alten Volksbegehrens war das im Frühjahr 2021. Da kommt die Eintragungswoche, oft ein halbes Jahr danach. Dann kommt die lange Phase, bis das im Parlament behandelt wird. Das ist noch ausstehend sogar. Ja. Das ist in der Zwischenzeit ein Jahr vergangen. Ja. Ist das überhaupt zeitgemäß? Meiner Meinung nach könnte man das sicher nachbessern, aber es ist schon mal gut, dass es dieses Instrument überhaupt gibt und vor allem, wie viele neue Volksbegehren es gibt zu den unterschiedlichsten Themen, wo ich sehr viele davon sehr sinnvoll finde, zeigt einfach, dass die Bevölkerung gerne mitbestimmen möchte und wäre natürlich wünschenswert, dass hier gesetzliche Änderungen herbeigeführt werden, die zu mehr Mitbestimmung führen und damit die Leute auch ihre guten Ideen, die gesagt, wie gesagt, sich jeder jetzt aktuell anschauen kann bei den Volksbegehren, dass das doch auch umgesetzt wird und zumindest gesehen wird, was da alles gibt. Jetzt ist es aber eben ein Volksbegehren und keine Volksabstimmung, hat ja deswegen eben auch keine rechtliche sozusagen Handhabe, dass irgendetwas erzwungen können muss. Mhm. Die Schärfe dieses Instruments, dass es dann im Parlament mehr oder weniger besprochen wird, mehr oder weniger intensiv, leidenschaftlich oder leidenschaftslos, ist das sozusagen dem Instrument angemessen? Man hört ja immer wieder, dass oft in den Ausschüssen dann rein formal ein bisschen drüber geredet wird, aber rein faktisch ändert sich fast nie mehr etwas. Ja, gleichzeitig muss man aber auch sagen, was haben die Bürgerinnen und Bürger für eine andere Möglichkeit als diese wenigen Mittel, die man halt hat, zu nützen und viele sind jetzt wegen der Impfpflicht geradezu verzweifelt. Ich werde gefragt von Menschen, ob sie das Land verlassen müssen, weil sie jetzt eben alle paar Monate eine Strafe bekommen werden. Das ist natürlich etwas, wo man sich dann an jeden Strohhalm anhält. Aber gebe Ihnen recht, besser wäre es, wenn man mehr als einen Strohhalm hätte. Jetzt sind Sie ja Rechtsanwalt und eben in der Rechtsberatung tätig, haben sehr viel Kontakt derzeit mit Menschen, die da Besorgnis zum Ausdruck bringen. Etwa auch, weil gesundheitliche Überlegungen, nicht Justament-Standpunkte, sondern aus deren Sicht ehrliche gesundheitliche Argumente gegen eine Impfung sprechen. Was heißt das jetzt im Konkreten? Jetzt kommt die Impfpflicht. Mhm. Wenn man auch noch so große gesundheitliche Bedenken hat, gibt es irgendeine Möglichkeit, sich nicht impfen zu lassen oder verstößt man dann in jedem Fall gegen das Gesetz? Nein, es gibt Ausnahmetatbestände, aber das muss man dann halt auch beweisen. Also nur zu sagen, bei mir liegt der Ausnahmetatbestand vor, aber ohne das im konkreten Fall dann auch beweisen zu müssen, im behördlichen Verfahren, wird das nicht ausreichen. Aber tatsächlich, ja, natürlich, es gibt Ausnahmen, aber die werden sehr restriktiv gehandhabt und es steht auch im Gesetz so drinnen, dass das eben nur bei bestimmten Ärzten sein kann und dass man auch diese Befreiung dann, und die muss dann vermerkt werden im Impfregister, also es ist nicht einfach so, dass man da irgendeinen Wisch hinhalten kann, sondern das muss auch registriert werden und das ist dann eben schon ein Aufwand, das nachzuweisen. Es sind ja vielfach gesundheitlich konkret vorliegende Gründe, die als Ausnahme gelten und auch ein gewisses Alter, 18 oder mehr, muss man haben. Wenn man drunter ist, wird man eben nicht, sozusagen, muss man sich nicht zwangsweise eine Impfung unterziehen. Aber nur das Gefühl, man hat gesundheitliche Bedenken. Man hat jetzt aber keine nachweisbare Vorerkrankung. Reicht das aus in einem Gespräch mit dem Arzt, um so eine Befreiung zu bekommen? Nein. Ganz sicher nicht. Und ich möchte auch dazu sagen, dass die Impfpflicht bewirkt ja, dass man sich rechtswidrig verhält, wenn man sich nicht regelmäßig impfen lässt. Und das wiederum bedeutet, dass die Menschen auch untereinander so miteinander umgehen. Also man wird dann, wenn man sich nicht impfen lassen möchte, einfach als Rechtsbrecher oder Rechtsbrecherin angesehen. Und in vielen Bereichen wird die 2G-Regel Einzug halten. Das heißt, je weniger Leute dann davon betroffen sind, desto mehr können die auch diskriminiert werden. Und die Schlinge wird sich immer mehr zuziehen. Und es ist jetzt, dass da Strafen kommen in den nächsten paar Monaten, ist die eine Sache. Aber das wirkt sich auf den Umgang der Privaten untereinander aus. Und nicht nur eben, dass man Strafen kriegt, da kann wahrscheinlich der eine oder andere durchaus sagen, gut, das zahle ich weg, aber
das wird nicht wirklich helfen, weil das Leben wird den Ungeimpften sehr schwer gemacht. Ja, der psychologische Effekt, sozusagen ein bisschen außen vor in der Gesellschaft zu sein, der wiegt schwerer. Sie sagen, viele kommen zu Ihnen und klagen über Sorgen, die sie haben, müssen das Land verlassen. Also es gibt ja sozusagen auch Ansätze, kenne ich selbst, von Menschen, die vollkommen verunsichert sind. Was sind denn jetzt so die wirklichen Hauptanliegen und wie können Sie den Menschen eigentlich ernsthaft helfen? Gibt es eigentlich kaum Handhabe? Nein, es kommt darauf an. Also wenn Private sich gegenseitig diskriminieren aufgrund des Impfstatus, es gibt da tatsächlich wenig Handhabe. Viele Menschen sind empört und sagen, das ist Diskriminierung, aber es gibt kein Diskriminierungsverbot in Österreich, sondern Vertragsfreiheit. Das heißt, es muss niemand einen bestimmten Angestellten haben oder auch im Arbeitsverhältnis halten. Man kann einfach gekündigt werden, es braucht dafür auch keine Gründe. Und das ist aber etwas, was die Menschen so noch nicht erlebt hatten. Also viele fragen sich, ob das rechtens sein kann. Unter Privaten kann das rechtens sein. Beim Impfpflichtgesetz ist es so, dass man, wenn man individuell betroffen ist, indem man einen Impftermin bekommt, man dann gegen dieses Gesetz vorgehen kann und sich direkt an ein Verfassungsgerichtshof wenden. Und das, damit haben mich sehr viele Leute beauftragt, weil sie einfach der Meinung sind, wenn dieses Gesetz lange Bestand hat, dann häufen sich nicht nur die Strafen, sondern dann werden sie auch irgendwie möglicherweise alleine überbleiben, wenn sie wirklich sagen, auf keinen Fall lasse ich mich impfen. Und dann wird das Leben sehr schwer werden. Das heißt, der Einzelne muss das vor dem Verfassungsgerichtshof einklagen und damit die Gesetzesaufhebung bewirken. Das wirkt relativ utopisch. Naja, müssen tut man nichts, aber das ist das Wesen des Individualantrags auf Normenkontrolle, dass das möglich ist, wenn man sagt, man ist individuell betroffen, was man ja dann mit einer Strafandrohung ist. Also das ist einfach eine Möglichkeit, die eben viele nutzen wollen, weil sie auch gar keine andere Möglichkeit mehr haben, außer eben Volksbegehren zu unterschreiben. Also es ist einfach die politische Schiene mit den Volksbegehren und die rechtliche, dass man sich eben an den Verfassungsgerichtshof wenden kann. Muss sich aber auch nicht an den Verfassungsgerichtshof wenden, man kann auch auf die Strafen warten und die dann beeinspruchen oder auch einfach wegzahlen, ist auch alles möglich, aber der Bestand dieses Gesetzes ist einfach vielen Menschen ein Dorn im Auge, weil sie sagen, das bedrängt mich geradezu. Jetzt sind Sie ja ein Kenner der Rechtsmaterie seit vielen, vielen Jahren. Wird das Gesetz überhaupt vom Verfassungsgerichtshof halten? Da gibt es ja unterschiedlichste Meinungen. Manche sagen, ja, natürlich, die Volksgesundheit steht über dem Individuum sozusagen. Andere sagen, in keinem Fall, das ist eine Zwangsausübung, die ist nicht angemessen der aktuellen Situation. Noch dazu, wo jetzt durch Omikron sich vieles auch wieder geändert hat. Wie schätzen Sie die Situation ein? Also ich halte die Chance, dass es aufgehoben wird, für eher überwiegend. Mhm. Es kann aber auch sein, dass das einige Zeit dauert. Das heißt, deshalb bereite ich das jetzt ab Inkrafttreten des Gesetzes schon vor den Antrag, damit, sobald die Menschen die ersten Aufforderungen bekommen, man den sofort stellen kann und das so schnell wie möglich behandelt wird. Aber man weiß jetzt nicht, wie lange der Verfassungsgerichtshof dafür braucht. Dass eine Impfpflicht grundsätzlich theoretisch verfassungskonform sein kann, würde ich nicht bezweifeln. Ja. Bezweifeln auch namhafte Juristen sicher nicht, aber ob das in konkreto der Fall ist, insbesondere wenn man jetzt aufgrund der Länge dieser Pandemie schon sieht, welche Maßnahmen wirken gut, welche wirken weniger gut und da man auch gesehen hat, Gegenübertragung wirkt es weniger. Da stellt sich halt dann die Frage, ob das angemessen und auch notwendig ist. Das ist die große Diskussion ja auch derzeit. Angenommen, der Verfassungsgerichtshof hebt dieses Gesetz auf. Die Regierung sagt, nein, wird nicht so sein. Viele Experten sagen, und Sie jetzt ja auch, möglicherweise eben schon. Würde das auch bedeuten, dass rückwirkend alle bereits erlassenen Strafen dann hinfällig sind? Was bedeutet das mit Strafen, die man schon einbezahlt hat? Ja, also die erlassenen Strafen, da kommt es eben darauf an, ob man was dagegen macht und ob man auch entweder den Instanzenzug ausschöpft oder auch gleich gegen das Gesetz vorgegangen ist und dann gegen die Strafen, weil die Menschen, die das beeinspruchen und die auch dann eben das nicht rechtskräftig werden lassen, die müssen die Strafe, wenn es aufgehoben wird, nicht zahlen. Das heißt, es ist für die Personen so, dass es so ist, wie wenn es niemals gegolten hätte, das Gesetz. Für alle, die es aber rechtskräftig werden lassen, die müssen es dann auch bezahlen oder kriegen bezahlte Strafen nicht zurück. Auch das ist der Vorteil, natürlich, wenn man daran glaubt, dass das eben verfassungswidrig ist, dass man sich nicht zurücklehnt, sondern dass auch die Rechtsmittel auch erhebt. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem der Verfassungsgerichtshof nicht sagt, dass es nicht gilt, sind alle Strafen sozusagen offiziell gültig. Erst wenn es zu dem Zeitpunkt gab und jetzt wird es aufgehoben,
wird rückwirkend, dass man für jene aufgehoben, die dann tatsächlich beansprucht haben. Naja, offiziell gültig kann man so nicht sagen, weil ein rechtzeitiger Einspruch und eine rechtzeitige Beschwerde schieben die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit auf bis zur endgültigen Entscheidung. Mhm. Und man kann eben auch ein Verfahren natürlich, wenn man möchte, auch ein bisschen so führen, dass man es in die Länge zieht und dass das nicht rechtskräftig wird. Und irgendwann wird ja dann der Verfassungsgerichtshof dann doch darüber entscheiden. Also die Klarheit wird es geben. Gut, das ist aber trotzdem extrem. Es geht um 600 Euro pro Fall. Es könnten zigtausende, vielleicht sogar hunderttausende Fälle sein, wenn die alle in die Länge gezogen wird. Das ist eigentlich kaum vorstellbar, was das bedeutet für die Rechtsverwaltung. Sie kennen auch da natürlich die Situation sehr genau. Ja. Wie ist sowas nur ansatzweise jetzt vorstellbar? Das Ganze kommt jetzt gleich ins Laufen, auch wenn die Strafen offenkundig erst ab Mitte März ausgesprochen werden. Mhm. Auch das ist relativ bald. Wie soll man da mit hunderttausenden aufschiebenden Anträgen umgehen? Ja, das, wie Sie richtig sagen, das ist sehr fraglich. Also ich halte es nicht leicht für möglich, dass man die Anzahl der Verfassungsrichterinnen und Richter in so kurzer Zeit so immens aufstockt. Insbesondere muss man ja bedenken, die sind ja dann auch unversetzbar und kündbar. Das heißt, die bleiben bis zur Pension dort. Ob der Staat das machen möchte oder nicht, wird man noch sehen. Aber ich komme nochmal darauf zurück, diese Frage der Strafen ist nicht das, was in der Gesellschaft durch eine Impfpflicht bewirkt wird. Da wird viel mehr bewirkt als nur die Strafen. Mhm. Kommen wir zum Konkret noch zum Volksbegehren zurück, zu Ihrem. Heute sozusagen haben Sie jetzt einmal die Vorphase beendet, um den Antrag für die Eintragungswoche rasch einbringen zu können. Angenommen, das wird jetzt bald genehmigt. In welchen Fristen geht das jetzt weiter? Wann kommt es zur konkreten Eintragungswoche, wenn es rasch geht? Also der Innenminister muss die Eintragungswoche in den nächsten 6 Monaten irgendwann festlegen. Es gibt schon eine Eintragungswoche für das Antikorruptionsvolksbegehren Anfang Mai. Und wir hoffen halt wirklich sehr, dass wir dabei sind und dass das jetzt nicht quasi politisch entschieden wird, dass man dieses Thema möglichst weit nach hinten schieben möchte. Kann ich mir natürlich auch vorstellen, aber das ist der gesetzliche Rahmen und der Innenminister möge, wenn es möglich ist, das zum Antikorruptionsvolksbegehren einfach hinzutun, auch aus Gründen, aus finanziellen Gründen. Weil eine Eintragungswoche kostet sehr viel Geld. Also die Initiatoren zahlen zwar einen Beitrag dazu zu den Druckkosten, aber der deckt lang nicht das, was es kostet. Und es wäre eigentlich, wenn man das aus politischen Gründen jetzt nicht in diese Eintragungswoche schiebt, dann schädigt man eigentlich dadurch den Staat, dadurch, dass man eine zweite braucht. Das heißt, Eintragungswoche frühestens Anfang Mai, die dauert ja dann eben auch eine gewisse Zeit und dann gibt es wieder die Fristen, bis es zu einer parlamentarischen Behandlung kommt. Also vor Sommer kann das in keinem Fall im Parlament landen. Ja, nur ein Volksbegehren hat eine politische Aussagekraft und eine politische Wirkung, die ganz anders ist als jetzt nur, dass man ins Parlament kommt und dort die Argumente vortragen kann. Die Argumente, mit denen beschäftigen sich Politikerinnen und Politiker im Parlament, dann, wenn das Volksbegehren sehr erfolgreich ist. Das ist es jetzt schon. Wir haben jetzt 3-mal so viele Unterschriften als noch in der Unterstützungsphase beim ersten, also bei der Abstimmung. Und das ist eigentlich, es sollte eigentlich berücksichtigt werden in einer demokratischen Gesellschaft. Das heißt, auch dort ist der psychologische Druck, von dem wir vorher gesprochen haben, was jetzt jene betrifft, die sich nicht impfen lassen wollen. Hier geht es um den psychologischen Druck auf die Politik, der ausgeübt wird durch sehr, sehr viele Unterschreibende, auch unabhängig von der konkreten parlamentarischen Diskussion. Genau, deshalb glauben wir eben, dass das ausreichend Unterschriften sind, dass das eigentlich berücksichtigt werden sollte und ja. Ja, sehr entscheidende Wochen kommen auf uns zu. Markus Hoheneckler, vielen Dank für den Besuch bei uns bei Nachgefragt. Danke. Ja, ein weiteres Volksbegehren ist fix. Über 160.000 Unterschriften machen die Eintragungswoche für Impfpflichtabstimmung Nein respektieren. Ganz sicher. Die Frage ist nur, wann wird sie stattfinden? Vielen Dank für Interesse an diesem extrem emotionalen Thema. Wir bekommen ganz, ganz viele Zuschriften zu all dem und werden natürlich weiter darüber berichten. Alles Liebe, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.